Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. 2. Januar 2023. Willkommen in einem neuen Jahr, ihr Lieben. Jedes Jahr hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften, die dazu dienen, euch in eurem Evolutionsprozess zu unterstützen. Wenn ihr in die Energie eines neuen Jahres eintretet, passt ihr euch an dessen einzigartige Energiesignatur an und verbindet euch mit neuen Potenziallinien oder Strecken. Der Beginn eines neuen Jahres in der Phase eines rückläufigen Merkurs ermöglicht es euch, ernsthaft zu überprüfen, was ihr hinter euch lassen möchtet und über die gelernten Lektionen nachzudenken, was euch größere Klarheit über den aktuellen Stand des von euch Erreichten verschafft und darüber, was ihr von dieser neuen Ebene aus erschaffen möchtet. Ihr befindet euch immer im Zustand der Bewegung, sei es innerlich oder äußerlich. Die Wellen, die euch vorwärts treiben, können sanft und subtil oder intensiv und tiefgreifend sein. Die wunderbare Nachricht ist, dass ihr in den letzten 3 Jahren viel mehr Geschick im Umgang mit beidem entwickeln konntet. Der Schlüssel dazu ist, dass ihr nicht in den Widerstand geht, sondern eure eigenen göttlichen Fähigkeiten achtet und ehrt und die Führung nutzt, die euch immer zur Verfügung steht. Zwar befindet sich jeder Mensch auf seiner eigenen Stufe der evolutionären Reise, aber ein gemeinsames Thema für die Mehrheit von euch, die sich ihrem Erleuchtungsprozess gewidmet haben, ist, endlich die Früchte eurer beständigen Arbeit zu sehen. Während viele von euch den Kurs mit nicht viel mehr als eurem tief verwurzelten Glauben und Vertrauen beibehalten haben, werdet ihr froh sein zu wissen, dass konkrete Beweise für das, woran ihr festgehalten habt, anfangen werden, in eurer physischen Realität greifbare Form anzunehmen. Es ist einfach nicht möglich, dass sich dieses Maß an Glauben und Fokus nicht auszahlt, denn euer Glaube und euer Fokus waren von eurer Seele angeleitet und eure Seele weiß immer, wo eure höchsten Potenziale liegen. Sie hat euch methodisch zur Entdeckung eurer Herzenswünsche geführt. Der Schlüssel dazu ist, dass ihr euch erlaubt, nicht mehr ständig zu heilen als eine Handlung, sondern einfach nur geheilt zu werden oder zu sein, als ein sich erfüllendes Ereignis und dass ihr euch erlaubt, nicht mehr zu versuchen, da und dorthin zu gelangen, sondern anzukommen, wann immer der Zeitpunkt für euch perfekt ist. Und von dort aus werdet ihr nach vorne blicken und neue Wege finden, um zu erschaffen und euch auszudehnen und zu entfalten. Denn das ist es, was euch wirklich Freude bereitet. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grüezi Gott, ihr Lieben! Willkommen im Jahr der Veränderungen, der Offenlegungen. Ja, es wird wild. Für diejenigen, wie ich es halt eben auch zu Silvester geschrieben habe, für diejenigen, die das Alte erhalten wollen, ja, die werden sich umschauen. Für die Abenteurer unter uns, ja, und ich hoffe, wir sind alle in gewisser Weise Abenteurer, auch wenn viele von uns schon ein bisschen die Schnauze voll haben. Ja, geduldige Abenteurer zu sein, ist auch irgendwie ja, in sich schwierig. Das wirkt wie ein Widerspruch, ja. Aber manchmal muss man eben auch gut vorbereitet sein auf das, was kommt. Und wir haben uns gut vorbereitet und wir bereiten uns immer noch vor. Ja, es ist immer noch nicht alles gepackt. Es ist noch nicht jeder Schatten befriedet.
es sind noch nicht alle Anteile an ihrem richtigen Platz sozusagen. Ja, es gibt noch was zu tun. Das Potenzial des neuen Jahres jedenfalls ist großartig. Das wurde uns durch den Lichtwelt Verlag vermittelt. Das wurde uns auch durch die Arcturianische Gruppe gesagt. Und auch der Arcturianische Rat hat etwas Ähnliches von sich gegeben, inklusive der Möglichkeit der Landungen von außerirdischen Schiffen ganz offiziell. Da müssen wir gucken, ob wir das als Kollektiv hinbekommen, ob wir schon vertrauenswürdig genug sind. Insofern, und das spielt wirklich eine wichtige Rolle, dass wir uns gegenseitig auch lernen zu akzeptieren. Ja? Das heißt natürlich im Großen und Ganzen, ja, bei den wirklich zum Erwachen fähigen Menschen, deren Seelen das auch wirklich auf dem Plan haben, natürlich Schluss mit Rassismus, Schluss mit überhaupt dieser Fremdenfeindlichkeit und natürlich ohne dabei doof zu sein. Ja? Es geht nicht darum, dass man jeden Psychopathen in seine Arme schließt. Es geht immer noch um Unterscheidung. Aber grundsätzlich sind wir eine Menschheitsfamilie und wir sollten auch mittlerweile so handeln. Und nicht jeder wirklich sehr manipulierte Mensch, der sich halt eben dann auch dementsprechend verhält, ist ein Vollpfosten oder ein Vollidiot. Ja? Auch das bewirkt Trennung. Widerstand bewirkt Trennung. All das müssen wir ablegen, aber, und das ist so entscheidend, weil ansonsten wäre ich auch einer von den New Age-Lehrern, ja, oder Befürwortern, die Mark Pessio so kritisch sieht, weil es geht natürlich um Handlungen, aber nicht um das, was sie sagen, dass wir jetzt tun sollen. Wir müssen keine Regierungshäuser stürmen, überhaupt nicht. Ja. Wir müssen nur konsequent handeln. Wisst ihr, nur so als Beispiel, und auch das ist schon nicht ganz ohne, wenn man sowas sagt, auf YouTube. Na gut, ich erzähle es euch so, dass ihr es auch versteht und ich relativ sicher bin. Ja? Ich sag mal, ihr würdet in einem Land leben, das seinen Menschen sehr feindlich gesonnen ist. Ja? Dass sie vergiftet, dass sie auch finanziell ausblutet und so weiter und so fort. Also wirklich ganz schlimme Machtinhaber, nicht so wie bei uns, zwinker, zwinker. Ja, genau. Und was bringt es, dann auf die Barrikaden zu gehen? Was bringt es, ständig demonstrieren zu gehen? Wisst ihr, die Menschen, die in diesem Land demonstrieren gehen, also in dem, das ich gerade beschrieben habe natürlich, die halten sich ansonsten ganz brav an alles, was diese Machthaber von ihnen wollen. Die bezahlen sofort alles, wenn sich irgendein Amt bei ihnen meldet und so weiter und so fort. Die sind nämlich nur scheinbar in einem Widerstand, wenn sie mal sich ein Plakat schnappen und dann mal für 2 Stunden irgendwo hinlatschen. Ansonsten erklären sie sich durch ihr Verhalten die ganze Zeit einverstanden mit dem, was dieses böse Land mit ihnen macht. Und die verwenden natürlich dort, in diesem Land, ja nicht bei uns, das Geld der Menschen für Kriegstreiberei, für Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, damit diese Kriege immer länger und länger dauern und es eben nicht zu einer Friedensverhandlung kommt, zu einer Kapitulation meinetwegen auch, weil es ja darum geht, den Krieg zu beenden. Nein, sie gießen natürlich Öl ins Feuer, natürlich auf Kosten ihrer Bevölkerung. Und wenn man dann freiwillig einfach die Steuern bezahlt, ja, dann ist man dabei. Finanziell, energetisch ist man damit einverstanden. Natürlich hat das Land, so ähnlich wie bei uns, das auch so gemacht, dass man ja diese Steuern sofort abgezogen bekommt. Aber nicht jeder, nicht bei jedem ist das der Fall. Viele Unternehmer, viele Menschen, die selbstständig sind, müssen diese Steuererklärungen abgeben und dann wird auch das Finanzamt tätig und zieht das Geld einfach vom Konto. Weil die Menschen das alles so machen, wie der Staat dieser, also nicht unserer, ja, ihr wisst ja, das will. Und dabei wissen wir doch mittlerweile, immer dem Geld folgen, ja. Solange dieser Geldkreislauf stimmt, sind die Menschen damit einverstanden. Das muss man einfach so sagen, ja. Die sind nicht wirklich Demonstranten, die sind nur Teilzeitdemonstranten. Nämlich,
2 Stunden von, sage ich mal, wenn sie es vielleicht sogar wöchentlich machen, 2 Stunden wöchentlich. Das ist gar nichts. Man muss jederzeit sein Bewusstsein ausdrücken. Und was bedeutet es, sein Bewusstsein auszudrücken? Das bedeutet, sein Wissen auszudrücken. Gelebtes Wissen. Wenn diese Menschen in diesem bösen Staat, ja nicht unserer, doch wissen, dass sie einen bösen Staat haben, dann sollten sie den nicht unterstützen. Sie sollten im Gegenteil ihm Steine in den Weg legen, sozusagen. Das wären dann inspirierte Handlungen durch ihr Wissen. Und solange die Menschen das dort nicht machen, solange unterstützen sie das System, den bösen Staat, der diese schändlichen Dinge macht und vorantreibt. Und mein Lieblingsbeispiel ist einfach dieses. Ja, ich habe es schon häufiger gesagt, inspiriert von Christina von Dreien: Wenn den Menschen verboten wird, Tomaten anzubauen, dann sollte man nicht Plakate schwingend vor die Tore der Organisationen ziehen, die das entschieden haben, sondern man sollte verdammt nochmal Tomaten anbauen. Aus Buster Amen. Ja, es geht eben nicht nur ums Beobachten. Es geht nicht nur darum, alles zuzulassen. Sowieso nicht. Ja? Es geht darum, wieder die göttlich-männliche Energie in sich zu entdecken, sie zu wecken, sie zu nutzen, die deutlich Nein sagt. Bis hierhin und nicht weiter. Und wenn das nur ein paar hunderttausend machen, können sie die schon alle nicht mehr ins Gefängnis stecken. Ja? In diesem bösen Land natürlich, von dem ich spreche. Ja. Hier bei uns ist ja alles in Ordnung. Ja, man sollte eben sein Wissen nutzen. Eine Freundin von mir, winke winke, hat gesagt, sie interessiert sich nicht für Wissen, das sie nicht anwenden kann. Ja, aber man weiß schon so viel. Ja? Man weiß schon fast zu viel über viele Dinge. Und natürlich stimmen manche Details nicht, aber wir wissen schon, dass es nicht gut läuft. Ja? Überall auf der Welt eigentlich. Ja? Was Korruption angeht, was überhaupt die Umsetzung des Volkeswillen in Demokratien angeht. Das wird überhaupt nicht gemacht. Ja? Wir wählen irgendwelche Menschen und die machen dann, was sie wollen. Und die sagen uns das zum Teil sogar. Ja? Da gibt es so herrliche Aussagen vom Horst Seehofer. Ja? Der sagt, man kann gegen diese Lobbyverbände gar nicht regieren. Man muss da immer mitmachen. Die drohen dann nämlich immer mit dem Abbau der Arbeitsplätze letztendlich. Und das ist natürlich nur eine Seite der Geschichte, sondern die Politiker haben ja auch eine Karriere nach der Politik. Und da geht's gut weiter bei den meisten. Ja? Unser Kanzler Schröder, der bei Gazprom wirklich gut untergekommen ist, würde ich sagen. Ja? Und davor hat er aber noch Gesetze gemacht, dementsprechend, ja, und wurde dann deutlich dafür belohnt. Korruption gibt es überall und die Arcturianische Gruppe hat es gesagt. Es gibt eben noch Menschen, die von dem Ist-Zustand noch sehr stark profitieren. Und diese Menschen wollen nicht, dass sich etwas ändert. Und ich kann das sogar verstehen. Ich kann das nachvollziehen. Aber ich heiße es nicht gut. Sondern die Welt braucht jetzt Veränderungen. So können wir nicht weitermachen. Ja, und apropos wissen wollen oder nicht wissen wollen. Und zwar hat Andrea Scheib aus Reutlingen einen Leserbrief geschrieben und der wurde veröffentlicht im Reutlinger Generalanzeiger unter der Rubrik Leserbrief. Ich bin von Beruf Hebamme, begleite junge Familien rund um die Geburt und bin seit über 30 Jahren fast täglich unterwegs in Sachen Leben und Gesundheit. Seit etwa 2 Jahren bin ich zudem noch asozialer Trittbrettfahrer, eiternder Blinddarm, gefährlicher Sozialschmarotzer, rechtsradikaler Antisemit, speziell diese Logik habe ich bis heute nicht kapiert, Tyrann, Demokratiefeind und Covidiot. Sie kennen diese Bezeichnungen vermutlich, ich zitiere nur. Wie unzählige andere, die sich gegen die Spritze mit dem experimentellen Stoff entschieden haben, wurde ich außerdem mit meinem Lebensunterhalt und meinem Sozialleben erpresst und versuche bitte niemand, der dieses 2G nicht am eigenen Leib erleben musste, es in irgendeiner Weise zu beschönigen. Seit einiger Zeit nun werden die Beschimpfungen weniger,
der Ton leiser. Seit niemand mehr ernsthaft von Fremd- oder Eigenschutz sprechen kann, seit immer mehr Geschädigte zu Wort kommen, seit bisher seltene Erkrankungen gehäuft auftreten, sich die vielen plötzlichen und unerwarteten Todesfälle und Fehlgeburten nicht mehr ignorieren lassen, Krebsraten explodieren und Geburtenzahlen europaweit dramatisch einbrechen, tauchen zaghafte Erklärungsversuche von Seiten derer auf, die zuvor stets volle Kraft voraustönten und texteten. Der große Elefant im Raum wird dabei jedoch meist ohrenbetäubend totgeschwiegen, eher noch werden als potenzielle Ursachen Klimawandel und Psychosomatik bemüht. Wie groß und deutlich muss die Korrelation zu den Masseninjektionen noch werden, bis eine Kausalität nicht mehr abzustreiten ist? Und was bedeutet das dann für die Akteure, die jetzt schon mal sicherheitshalber von Fehlern verzeihen faseln? Denn das alles hat man doch nicht wissen können, oder? Doch, hätte man können. Schon lange. Ganz einfach. Durch Nachfragen statt Niederschreien. Durch Diskutieren statt Diffamieren. Durch Zuhören statt Zensieren. Durch Wissen wollen statt nicht wissen wollen. Falls Sie der Wissenschaft folgen wollten und sie nicht gefunden haben, folgen Sie versuchsweise mal der Spur des Geldes. Vielleicht finden Sie da dann die Wissenschaft. Abschließend noch ein kleines Rätsel. Wo glauben Sie, werden die Millionen für die Kinderkliniken eher ankommen? A. Bei den Pflegenden oder B. Bei den Aktionären? Andrea Scheib aus Reutlingen. Und auch hier in diesem Bereich hat die Wahrheitsszene die Früchte verdient der beständigen Arbeit, die dort geleistet wurde. Wissenschaftler, Ärzte, die andere Töne angeschlagen haben und gewarnt haben. Das gab es ja alles und gibt es noch. Naja, und darüber hinaus wird unser Planet immer magischer, weil uns unsere bewussten Manifestationen immer häufiger und größer gelingen werden. Das sind die Früchte der spirituellen Bewusstwerdung, des Wissens, wer wir wirklich sind. Wir sind nicht Wolfgang, der YouTuber, oder Marion, die Verkäuferin, oder Helene, die Großmutter und so weiter und so fort, wie wir uns häufig definiert haben. Wir sind etwas viel Größeres, unglaublich viel Größeres. Und je bewusster wir uns dieser Macht und Kraft werden, desto mehr können wir unser eigenes Leben verändern und dadurch auch die Welt. Dieses Potenzial hat 2023 mit allen Begleiterscheinungen und allen Wehwehchen und allem Drama und Chaos, das sicher auch damit einhergehen wird, gerade wenn es um Offenlegungen geht. Das wird nicht jeder genießen, würde ich sagen. Aber die Reaktionen werden ehrlich sein. Wartet's ab. Na gut, ihr Lieben, dann haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, Servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.